Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Wir sind hier oben, stehen immer noch so rum, da unten liegen noch so ein paar Leute in der Gegend rum, aber die sollen uns jetzt einfach mal nicht stören, ne? Ich würde sagen, wir schauen als erstes mal hier drüben auf die Insel. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wenn wir dort lang fliegen würden, wir vielleicht noch ein bisschen, naja, ein paar Infos kriegen. Ist gefangen. Oh, da haben sie Tiger gefangen. Ah, guckt hier, siehst du? Haben wir nämlich noch so ein bisschen von dem Leder und alles. Da würde ich dann natürlich mit hin gerne. Ja. Was das hier sein soll? Nomos Neret Reset. Aber dann komme ich doch auch hier hin. Hä? Moment. Oh, Sendung ist nicht verfügbar. Okay. Dann will ich jetzt aber mal nach da drüben gucken. Wenn ich das jetzt... Ich dachte... Warum hatten der uns dann vorher die Wand immer gezeigt? Weil wir noch im Anfangsgebiet waren? War das das? Einfach nur, weil wir quasi noch im Anfangsgebiet waren? Und wenn wir das jetzt machen würden, dass wir jetzt hier über die Grenzen hinweggehen, dann ist alles okay. Nomus Lepolit. Ja. Alles klar. Oh, Schlangen. Nett. Ich kann halt immer noch keinen ausrüsten, ne? Ich muss da wahrscheinlich mal hingehen. Mal versuchen, in die Richtung zu... mich weiterzuentwickeln. Erstmal ein paar Kobras platt machen, natürlich. Leptes Ende. Diese Graträuber gerieten in einen Sandsturm, der ein Schlangennest aufdeckte. Eine Reihe unglücklicher Ereignisse. Ist dieser Ort verflucht? Nö, würde ich jetzt nicht. Ist halt einfach nur wirklich dumm gelaufen. Ne? Jetzt keiner wirklich so... Was ist dafür? Dann brauchen wir da, glaube ich, nicht weiter hingehen. Na. Aber schön, dass wir das jetzt trotzdem mal uns angucken konnten. Dann, ja, dann laufen wir da einfach so in der Gegend rum, ne? Wie wir das vorhatten. Oh.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlimm war oder nicht. Es hat sich schlimm angefühlt. Sagen wir es mal so. Chemo-Lager, okay. Wow. Also schlimm im Sinne von, wenn die mich jetzt wirklich entdeckt hätten, hätten sie mich platt gemacht. Hat sich das gerade angefühlt? Kann natürlich sein, dass es Quatsch ist. Weil die haben mich ja jetzt schließlich auch nicht platt gemacht. Dann war es wahrscheinlich einfach nur Quatsch. Aber ich könnte die überfallen, ne, wenn ich stark genug wäre. Verstehe ich das richtig? Mhm. Ich glaube ja, ich könnte die überfallen als Wachen und könnte dann dadurch Zedernholz bekommen. So, jetzt aber die Frage, kann ich auch mit dem Boot fahren? Es ist cool. Nice. Er konnte kurzfristig auf dem Wasser laufen. Er ist Jesus. Jesus, Jesus, du bist voll okay. Ja, nein. Nicht für mich, für andere ja, aber das können sie ja dann mit sich selber ausmachen. So, da haben wir noch ein Schätzchen. Und wir haben auf jeden Fall hartes Leder. Das ist die Hauptsache für uns. Dann probieren wir doch jetzt mal diesen Raubtierbogen aus. Was macht der? Ist der so viel besser? Ach du Scheiße. Also besser ist ja gar kein Ausdruck. Alter. Wie cool ist das denn bitte? Ja. Entschuldigung. Ah, aber die Pfeile sind wahrscheinlich so, also so krass, dass sie dann aber auch kaputt gehen, ne? Oder? Weil, ah ne, doch, hab ich wieder gekriegt. Okay. Okay, hab ich den anderen jetzt auch zurückgekriegt? Bei dem, der mich jetzt hier so angegriffen hat? Ich werde nochmal gucken. Notizen der Expedition. Tag 1. Wir haben endlich unser Lager aufgeschlagen. Wir haben genug Proviant und Materialien für ein paar Tage. Morgen fangen wir damit an, die Ruinen zu durchsuchen. Es sollte hier sicher noch einen unentdeckten Teil dieses alten Tempels geben. Vorhin hörte ich etwas in den Binsen rascheln. Inidiem sagt, da ist nichts. Ich hoffe, er hat recht. Tag 2. Nichts. Ich habe so das Gefühl, dass sie Tag 2 nicht mehr wirklich erlebt haben. Oh! Ja, cool. Au. Hier drüben ist ganz schön viel Blut. Okay, und hier haben wir noch ein paar. Okay, gut. Das passt mir doch. Und da hinten haben wir das Ausrufezeichen, weil da gerade irgendwie so ein kleiner Alligator oder
was auch immer es ist, ne? Es könnte ein Krokodil, ein Alligator sein, so viel möglich. Ja, ich drück ja schon. So, das ist da oben, das. Na, komm doch mal her. Ach. Hier müsste ich doch... Ja, es ist ja ein schön. Tag. Da drüben ist noch einer oder was? Ach. Da gehe ich jetzt nicht hin. Hochgemacht. So, also hier kommen wir nicht übers Wasser rein. Nee. Okay, dann wirklich da von oben runterhüppen. Schön. Aber es ist cool, dass wir den jetzt auch mal noch platt gemacht haben. Ein Ort des Todes. Das untersuche ich. Der Geschmack ihres Stichs. Finde mehr über den Mord heraus. Ja, aber nicht jetzt. Das können wir auf jeden Fall später mal machen. Reste einer Nachricht. Es fehlt einfach zu viel. Gebet an Selket. Ich spreche zur Göttin und die Göttin spricht durch mich. Sie sitzt auf meiner Zunge und mein Stich ist ihr Stich. Ihr Gesicht ist der Skorpion und die Schlange und die Spinne und ich trage ihr Zeichen. Nehme ihren Namen an, denn meiner war öde und verrostet. Ich erweise ihr Ehre in der Hoffnung, dass sie mir die Mysterien zeigt. Ich spreche für die Göttin und du sprichst für mich. Mhm. Sachmet, die Göttin der Jäger. Hier sind einige Kratzer über dem Bauch der Statue. Was hat das zu bedeuten? Dass die Kamera ganz schön wackelt.
War das eine grausame Zeremonie? Hier ist viel Blut, wie nach einem Gemetzel. Aber es wurden schon viele der Spuren verwischt. Ja, da müsste ich da unten weitermachen. Machen wir auch gleich eventuell. Ich will halt bloß auf Nummer sicher gehen, dass wir jetzt hier nicht unbedingt sonst was für Probleme kriegen. Ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ach, einen haben wir noch. Super. Dass wir sonst was für Probleme kriegen. Ich hoffe einfach mal, dass wir dann noch irgendwie ausweichen können, wenn wir das machen müssen. Ein großes Schild. Sehr schön. Verlorene Krypta. Ort beendet. Sehr schön. Du kannst wieder normal laufen. So, dann gucken wir doch mal, was hier unten. Überreste von Fleisch und Blut. Hier war eine Leiche. Doch die Krokodile haben sie verschlungen. Kann ich mir vorstellen. Der Deckel eines Sarkophages. Hier war ein Symbol, aber zu beschädigt, um es zu erkennen. Beunruhigend. Hätte ich mehr Informationen, könnte ich das besser verstehen. Da ihn ein Krokodil gefressen hat, werde ich nach anderen ungewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Keine Ahnung bei dem Rätsel hier. Aber wahrscheinlich ist halt auch einfach noch ein bisschen zu früh für uns, ne? Halt einfach mal noch nicht unsere Levelgröße und. Auch wenn das nur ein Pfeil ist, aber es reicht ja auch manchmal einmal, ne? Also mal gucken, kriegen wir jetzt unseren Pfeil doch wieder? Nö. Schade. Hey! Kui Iru! Du wirst pursuen! Runa, du Runa! Was hast du denn? Wenn du angeschossert hättest, dachte ich nie und benachte. Ist ein bisschen awkward jetzt, aber na gut, ich stehe mal wieder auf. Er macht mir komische Sachen. Ich habe kein Vertrauen zu dem. Muss ich zugeben. Okay. Guck mal. Ich weiß, das ist jetzt hier ein bisschen grindy und sowas an der Richtung, aber so wie ich zumindest das Spiel bisher kennengelernt habe, ist es notwendig.
also notwendig, dass man immer mal wieder so ein paar Sachen sich einfach zusammensammelt. Greift wieder einer an. Ja, alles klar, ist angenehm. So, können wir. Können wir oder können wir nicht? Ja, können wir. Und gleich nochmal. Es ist traumhaft. Machen wir das. Denn Gesundheit ist nie zu viel. Man kann einfach quasi nicht genug Gesundheit haben. Okay. So, dann haben wir hier erstmal alle. Oh. Ich wusste doch, dass hier noch was war. Ich dachte die ganze Zeit so, hä? Ich hab's nicht gesehen, ne? Blind wie ich bin. Ah, na gut. Machen wir das jetzt noch. Und dann denke ich, ist die Folge erstmal. Okay. Aha. Okay, manchmal müssen wir also ordentlich gucken, wo wir hinhüpfen. Weil es dann nur so kleine Griffmulden gibt und so weiter. Ach, wie das wieder geil aussieht. Ist schon ein schickes Spiel. Kann man nichts sagen. Aber was ich dennoch sagen würde, ist, wir beenden mal die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und kurz zur nächsten Einschätzung, also eventuell, wir gucken glaube ich mal wirklich hier rüber und eventuell auch mal darüber und überhaupt. Nein, also wir müssen natürlich auf jeden Fall noch ein bisschen levelmäßig steigen, vielleicht macht es sich da auch erstmal besser, hier diese Quests sich anzugucken und hier so ein paar Dinge noch mitzunehmen und da einfach noch ein paar XP zu sammeln. Vielleicht ist das einfach sinnvoller. Könnte ich mir gut vorstellen. Und dann machen wir ab da weiter. Wir sollten uns vielleicht erstmal in diesem Lake Mariotis Bereich aufhalten. Aber ansonsten kommen wir schon ganz gut voran. Alexandria haben wir hier oben. Da gehen wir natürlich dann auch noch hin zu Aya, unserer Frau, Gefährtin. Was ist es genau? Müssen wir mal schauen. Aber genau, ich würde sagen, wir gucken erstmal hier drüber dann mit Senua, was hier so los ist. Wenn die nicht zu stark sind, dann statten wir denen mal einen kleinen Besuch ab. Ansonsten hier vorne die Insel und hier und dann, naja, wenn wir da schon unseren Spaß haben. Ne? Wir haben ja hier drüben noch irgendwie ein Boot rumhüpfen, damit können wir ja dann schnell mal so ein bisschen in der Gegend rumwuseln und watscheln. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss.